Hypixel Skyblock ist der größte Game Mode auf dem größten Server im größten Spiel aller Zeiten. Was macht diesen Game Mode also so besonders, dass er diesen Titel für mehrere Jahre halten konnte? Cleveres Game Design, einzigartige und originelle Mechaniken oder Stonks? Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt normales Skyblock. Man spawnt auf einer Insel, fällt in einen Baum, baut sich einen Cobblestone-Generator, dann fällt der einzige Setzling, den man hat, ins Void und man muss von vorne anfangen, bis man dann Rage quittet und nie wieder Skyblock anfasst. Die Hypixel-Version von Skyblock fängt auch ziemlich harmlos an. Man spawnt auf einer kleinen Insel, fällt seinen Baum und baut sich rüber zur zweiten Insel. Hier trifft man auf Jerry, der ganz andere Probleme zu haben scheint. Thought you could escape me, did you? Silly, you can't run away from Jerry. I am the very bedrock of this universe. Okay. Dann geht man durchs Portal durch und findet sich in der großen Welt von Hypixel Skyblock wieder. Und der Spaß kann beginnen. Erstmal levelt man seine Skills auf. Ein bisschen Holz abbauen da, ein bisschen Kohle meinen hier. Simpel, oder? Nach einiger Zeit schaltet man aber das Stonks-Level des Spiels frei. Man hat Zugang zum Bazar und zum Auctionhaus und neben Skills muss man sich jetzt auch um Geld kümmern. Skyblock ist übrigens auch die perfekte Methode, um Aktienkurse und Stockmarket zu lernen. Es gibt eine Quest in diesem Spiel, das dir alles über Steuern beibringt und es gibt gesamte Webseiten, die Preise vom Bazar und vom Auctionhaus aufzeichnen, um Marketmanipulation und Langzeitinvestitionen zu betreiben. Stonks. Aber Moment mal, heißt der Game Mode nicht Skyblock? Ja. Man hat eine private Insel zur Verfügung, auf den man bauen kann. Doch wer macht denn sowas? Skyblock ist eine kapitalistisch orientierte Gesellschaft. Es geht nur um Gewinnmaximierung, keine Zeit für Verschönerungen. Ihr müsst mir also nicht erzählen, dass meine Insel hässlich ist. Sie ist nur gewinnmaximierend. Aber nur für euch werde ich meine Insel etwas verschönern. Das ist wahre Schönheit, oder? Und nein, ich konnte nichts Besseres auf die Reihe kriegen. Wieso kann ich nichts? Falls ihr euch fragt, wer diese Kreaturen da hinten sind, das sind willenlose, unbezahlte Kreaturen, die Geld für mich generieren. Das GB auf meinem Skin steht ja nicht ohne Grund für Great Business. Da Skyblock-Spieler so gut sind, Geld zu machen, schaffen sie es auch natürlich, in einem Blockspiel echtes Geld rauszuholen. Wisst ihr, wie viel Geld man mit IRL Trading machen kann? Stonks. Deshalb, für jeden, der Skyblock spielt, passt auf, was ihr euch downloadet. Scammer und Hacker können mit eurem Account und euren Coins sehr viel Geld in Real Life machen. Das heißt, passt besonders bei Mods gut auf. Yay, Depri-Stimmung. Machen wir weiter mit Stonks. Skyblock ist natürlich viel mehr als ein Eco-Simulator. Wie vorher schon angesprochen, gibt es Skills, die man leveln muss. Wie zum Beispiel Mining, die endlosen Felder der Verdammnis oder die endlosen Puzzle der Unendlichkeit, für die sowieso jeder Cheats benutzt. Dann gibt es noch Dungeons, für die Skyblock-Spieler ihre Social Anxiety überwinden müssen, um zusammen irgendwelche Typen zu verprügeln. Oder man nimmt Aufträge eines halbmenschlichen Dämons an, der die beauftragt, wehrlose Kreaturen umzubringen. Natürlich gibt es in Skyblock auch Zeitreisen und Paralleluniversen. Achtung, geht da auf eigene Gefahr rein, da ist es sehr weird drin, wie zum Beispiel die Horsuka. Ich meine, was ist das? Natürlich ist eine Parallelwelt auch der einzige Ort, an dem Skyblock-Spieler mit einem weiblichen NPC an einem Tisch sitzen können. Denn wenn Skyblock-Spieler eins nicht können, dann ist es menschliche Interaktion zu führen, vor allem mit Frauen. Und die Admins wissen das ganz genau. Deswegen haben sie davor einen Counter aufgestellt, der zusammenzählt, wie viele Stunden alle Skyblock-Spieler zusammen mit diesem NPC an einem Tisch gesessen haben. Es sind mittlerweile über 6 Monate. Fehlt in diesem Spiel nicht so etwas wie eine finale Challenge. Etwas, was den Skill eines jeden Spielers auf die Probe stellen wird. Nun, ich präsentiere das Dojo. Hier werden selbst die stärksten Seelen gebrochen rauskommen. Denn hier im Dojo ist gutes Equipment wertlos. Hier zählt allein purer Ping. Ich meine natürlich Skill. Du denkst, du musst mit deinem Crosshair das Skelett verfolgen? Nun, falsch gedacht. Es geht darum, in die Zukunft zu schauen, um zu berechnen, wo das Skelett in 3 Sekunden sein wird, während man von Zombies und Skeletten gleichzeitig angegriffen und beschossen wird. Ach so, du kannst das nicht? Skill Issue. So, das war's von dem Video. Ich spare mir eine große Abmoderation. Machen wir einfach so,
Ihr behaltet euer Leben und ich spiele diesen wunderschönen Game Mode weiter. Moment, was ist das? Stonks.